Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um ein Xing-Profil einer Schwangeren, die hatte ein Beschäftigungsverbot und hat ihr Profil bei Xing weiter aufrecht erhalten und wurde deswegen vom Arbeitgeber gekündigt. Und der Arbeitgeber sagte, die kommt hier nicht zur Arbeit und sucht quasi einen neuen Job, dann helfe ich doch gleich mal nach und kündige. Geht sowas? Ich muss sagen, im Zusammenhang mit dem Internet habe ich teilweise wirklich absurde Vorstellungen der Arbeitsrichter. Also da sträuben sich manchmal die Haare. Man weiß mal gar nicht, ob es absichtlich ist oder ob die einfach teilweise einfach nicht verstehen, was in den sozialen Medien los ist. Also da kommt man manchmal wutentbrannt von den Terminen zurück, was bei mir wirklich sehr selten ist. Ich hatte jetzt so einen Fall, wo ein Gericht eine Kündigung zunächst zumindest für bedenkenswert hält, weil meine Mandantin krank war und während der Krankheit bei Facebook Fotos gepostet hat. Und da wurde zunächst ein Sachverständigengutachten eingeholt darüber, ob die wirklich krank ist. Also man sah den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als erschüttert an. Also das hat mich erschüttert. Was soll das denn? Ja. Und jetzt ich kann doch oder ich muss doch unter Umständen sogar, wenn ich krank bin, mich irgendwie ablenken, gerade bei psychischen Erkrankungen. Es ist doch absurd, dass ich dann, weil ich da ins Internet gehe, damit meine Arbeitsunfähigkeit widerlege. Selbst wenn ich krank bin, wenn ich zu Hause im Bett liege mit Grippe, dann gehe ich doch trotzdem in die sozialen Medien, pflege meinen Facebook-Account, den ich in letzter Zeit viel mehr pflege. Ja, oder beantworte ich bei YouTube die Fragen. Also absurde Dinge, die man da erlebt. Ich weiß nicht, was sich die Richter teilweise da vorstellen, was man da macht. Ich muss jetzt mal einen Gang zurückschalten. Man merkt, dass ich ein bisschen genervt bin, ja, weil ich heute auch gerade wieder so ein komisches Urteil bekommen habe. Aber kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema, wobei das eben auch so eine Entscheidung ist, diese hatte ich jetzt zum Glück nicht mit zu tun, aber wo man sich denkt, sag mal, das kann doch nicht sein, dass man damit bis zum Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg muss, jawohl, muss man aber. Und da wird dann festgestellt, dass eben so die Pflege so eines Profils kein Kündigungsgrund ist. In der ersten Instanz hatte das Gericht noch gesagt, Kündigungsgrund haben die zwar auch gesagt, nee, eine Schwangere kann man deswegen nicht kündigen, ja, aber Anspruch auf Vergütung gibt es nicht, weil dieses festgestellte Beschäftigungsverbot dadurch mit Zweifeln belegt wurde, dass man da sein Xing-Profil gepflegt hat, weil man damit ja zu erkennen gibt, man sucht einen neuen Job. Geht's noch? Ja, also es kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was da bei den Gerichten los ist. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Wenn ich krank bin, langweile ich mich vielleicht oder mache alles Mögliche. Wenn ich ein Beschäftigungsverbot habe, natürlich erst recht, weil in der Regel habe ich ein Beschäftigungsverbot. Ich fühle mich topfit, kann arbeiten, darf nicht arbeiten. Ja? Warum bitte soll ich kein Xing-Profil pflegen? Ist doch, wenn ich einen neuen Job eingehe, ist das ja was anderes, aber warum soll ich nicht diese Dinge sind doch nicht, also ich glaube, es steckt so die Vorstellung dahinter, wie so eine Stellenanzeige, ich mache eine eigene Anzeige, ich suche einen Job oder so, oder schreibe Bewerbung oder so, aber in Social Media funktioniert anders, liebe Gerichte, ja, wir bauen uns da was auf lange Sicht. Ja, wir knüpfen Kontakte, stellen vielleicht von uns ein Avatar dar. Ja, viele arbeiten da ja sogar mit nicht mal, ich meine bei Xing, jetzt weiß ich gar nicht, ob das da geht, aber zumindest bei Facebook gar nicht mit Klarnamen. Und daraus solche weitreichenden Schlüsse zu ziehen, ist aus meiner Sicht absurd, ja, muss man hier mal so deutlich sagen, weist auf ein grundlegendes Missverständnis einiger Richter hin, die offensichtlich selbst sich nicht dorthin bewegen, ja, weil man sagt, muss man ja nicht. Ich gebe es zu, mir hat Social Media am Anfang auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich bin beruflich dahin. Ich treffe mich normalerweise mit meinen Freunden offline, selten genug leider, aber wenn, dann offline und auch nicht irgendwie im Internet. Nur, nachdem ich das mal so kennengelernt habe, habe ich eben festgestellt, das Ganze ist doch eine interessante Geschichte, jenseits auch von beruflichen Interessen, viele interessante Leute kennengelernt, gerade auch bei Facebook und gerade auch hier bei YouTube. Also das muss doch
gar nicht auf irgendein konkretes Ziel gerichtet sein. Wenn ich hier YouTube-Videos mache zum Beispiel, habe ich am Anfang gemacht, weil ich das auch als Akquisemöglichkeit gesehen habe. Heute freue ich mich auch über Mandanten, die aus meinem Kanal zu mir kommen. Nur, ich habe so viele Anfragen, ich kann einen Bruchteil nur machen. Also unter Akquise-Gesichtspunkten könnte ich den Kanal zumachen und könnte sagen, okay, ich nehme jetzt das, was dann noch aus dem Kanal kommt. Ja. Also das heißt, es steckt doch nicht immer dahinter, wenn man sich hier im sozialen Bereich bewegt, in den sozialen Netzwerken bewegt, dass man da irgendeinen konkreten Geschäftsabschluss vor Augen hat. Ja, aber gut, das ist offensichtlich die Vorstellung einiger Richter. Und da sage ich eben, liebe Richter, wenn ihr über sowas entscheiden müsst, dann müsst ihr genau wie ich, der es vielleicht aus irgendwelchen, sage ich mal, akquisitorischen Erwägungen heraus ins Netz geprügelt wurde, ja, der, so müssen die Richter, wenn sie darüber entscheiden wollen, sich da ein Bild von machen. Und dann müssen sie bitte dahin gehen, wo ihre Fälle spielen oder sich für befangen erklären, weil sie von einer bestimmten Materie voreingenommen sind und sagen, den amerikanischen Quatsch will ich nicht. Ich gebe zu, ich wollte das am Anfang auch nicht, aber dann kann man nicht urteilen. Oder man muss ein Sachverständigengutachten einholen und muss einen Sachverständigen fragen, wie das da ist, wenn man das nicht selber sich angucken will, wenn man sich quasi in Augenschein nehmen will, wenn man sich damit nicht beschäftigen will. Ja, deswegen erfreuliches Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 13.07.2017, Aktenzeichen 10 SA 491 aus 17 und die Hoffnung von mir, dass unsere Richter hier am Arbeitsgericht Berlin, wo ich ja nun häufiger bin, mit den Urteilen muss ich ja nun häufiger leben, dass die auch die Älteren vielleicht dann doch öfter mal sich mit dem eigentlichen nicht mehr so neuen Bereich der sozialen Medien beschäftigen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Auch wenn Sie anderer Meinung sind, schreiben Sie unten rein. Insbesondere, wenn ich hier solche Schelte mache, können sich die Betroffenen natürlich wehren. Ich lösche nichts, außer es sind persönliche Beleidigungen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.